Der Geistesblitz sorgt für ein abendfüllendes Programm. Am 13. April wird in Kapfenberg die lange Nacht der Forschung einen Einblick in die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte einer ganzen Region bieten. Erstmals in dieser Form öffnen Leitunternehmern und die dazugehörigen Ausbildungsstätten ihre wohlgehüteten Pforten und gewähren einen Blick auf die Zukunft der industriellen Fertigung. Wir haben hier 5 Standorte, an denen wir Technik, Forschung und Wissen dazu anbieten. Es ist wirklich ein Programm für alle Altersgruppen, auch für Kinder. Ist wunderschön. Wir bieten einen gratis Shuttlebus zwischen den einzelnen Stationen und ich kann den Besuchern nur sagen, es zahlt sich aus. Die beiden Kaderschmieden, die HTL und die Fachhochschule Joanneum, werden ebenso vertreten sein wie die Top-Unternehmer, die die Entwicklungen einer ganzen Region vorantreiben. Bestimmendes Thema, das gleichermaßen Faszination wie auch wirtschaftliches Zukunftspotenzial innehat, ist die additive Fertigung. Der 3D-Druck ist in aller Munde. Die Firmen aus Kapfenberg wie die Voestalpine Pöhler Edelstahl, Bankel oder auch RPT sind in diesem Bereich weltweit führend. Wir haben, wie gesagt, vor 20 Jahren als erstes Unternehmen in Österreich uns damit beschäftigt. Wir setzen praktisch diesen gesamten Prozess so um, dass wir das dem Kunden anbieten können. Das modernste 3D-Fertigungszentrum Österreichs kann man unter anderem bei Bankel besichtigen. Die Rennsportspezialisten aus Kapfenberg öffnen jedoch nicht nur die Tore zum neuen Getriebewerk. Auch die anderen Fertigungsstätten bieten Hightech in Reinkultur. Zumal die Zukunft der Metallfertigung durchaus auch bei konventionellen Verfahren, wie beispielsweise der spanabhebenden Technologien, liegen wird. Der 3D-Druck wird sich in den nächsten Jahren als gleichwertige Technologie etablieren, wird natürlich helfen, die Entwicklungszyklen massiv zu verkürzen, wird wahrscheinlich den Guss in einem gewissen Bereich ersetzen, aber die Zerspannung wird unersetzlich bleiben und wird nach wie vor ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Firmengruppe sein und auch weltweit. Irgendwie müssen all diese Anlagen vernetzt sein. Je höher der Level der industriellen Fertigung, desto höher das Datenaufkommen, das für ein reibungsloses Miteinander sorgt. Hier setzen die Stadtwerke Kapfenberg an. Der Versorger Nummer 1 in der Hightech-Region um Kapfenberg gewährt erstmals Einblicke in die Kopfstation von Highway. Aber nicht nur das, im Sonnenhaus gibt's alles zum Thema Alternativenergien. Hier gibt es die modernste Elektroinstallation, Bustechnologie, es gibt Photovoltaiktechnologie, es gibt Stromspeicher, es gibt Wärmerückgewinnung, es gibt solares Heizen, solares Kühlen. Und das können wir hier zeigen. Und parallel dazu gibt es noch den Sonnenpark, wo wir die Photovoltaikanlagen und Solarthermie und ein Kleinstgaskraftwerk, Wasserkraftwerk, unter anderem auch ein Solar-Carboard mit E-Mobilität, mit Stromspeicher und alles, was dazugehört, bieten wir an. Das ist in kurzen Worten gar nicht so leicht zu sagen. An die 4000 Besucher werden erwartet. Die Organisatoren bitten ausdrücklich, auf den Individualverkehr zu verzichten, das Auto auf den gekennzeichneten Parkplätzen zu lassen und die kostenlosen Shuttlebusse zu nutzen. Nähere Infos finden alle Interessierten auf www.langenachtderforschung.at.